Die wichtigsten Admin-Befehle in DayZ. In DayZ bist du in verschiedenen Welten unterwegs und versuchst dich erfolgreich gegen die Zombie-Horden zu schlagen. Du musst auf Schritt und Tritt aufpassen, denn die Gefahr lauert an jeder Ecke. Um in dieser Welt zu überleben, gibt es mehr Sinn, seine Freunde einzuladen, damit ihr euch zusammen gegen die Zombies stellen könnt. Wenn du deinen Server unter Kontrolle haben möchtest, kommst du unter anderem an Admin-Befehlen nicht vorbei. In diesem Video wollen wir dir einmal die wichtigsten Admin-Befehle vorstellen. Weitaus mehr findest du in unserem Artikel. Von dort aus kannst du auch einfach die Kommandos mit Steuerung C kopieren und dann im Spiel mit Steuerung V einfügen. Fangen wir an. Wie kann man Befehle nutzen? Das geht ganz einfach. Um einen Admin-Befehl zu nutzen, musst du im Spiel einfach nur die Konsole öffnen. Das machst du, indem du deine Chat-Taste drückst. In der Standardbelegung ist das Enter. Dann kannst du deinen Befehl eingeben und anschließend wieder mit Enter bestätigen. Ein Admin-Befehl startet dabei immer mit dem Hashtag-Symbol. Die Admin-Befehle. Unter anderem kannst du folgende Befehle auf deinem Server nutzen. Login. Hierzu benötigst du ein Passwort. Das Passwort benötigst du allerdings nur, wenn du keine Plugins oder ähnliches verwendest, das dich auf eine Admin-Liste schreibt. Das Passwort findest du in der serverdz.cfg-Datei. Diese ist im Dateibrowser unter DayZ Standalone zu finden. Logout. Mit Logout kannst du dich als Administrator wieder abmelden. Mission und danach Dateiname. Mit Mission sind hier die Karten gemeint. Wähle die Mission aus, gib den Namen ein und stelle die Schwierigkeit ein. Der Schwierigkeitsparameter ist dabei optional und wenn er nicht gesetzt wird, wird die aktuelle Schwierigkeit beibehalten. Tippst du nur Missions ein, kannst du die Mission auswählen. Mit Restart kannst du sie neu starten. Reassign. Fang von vorne an und verteile noch einmal die Rollen neu. Shutdown. Dein Server sofort abschalten. Restart Server. Dein Server herunterfahren und direkt wieder neu starten. Server Shutdown After Mission. Damit fährst du deinen Server herunter, sobald die Mission beendet ist. Mit Restart Server After Mission kannst du den Server direkt nach der Mission wieder neu starten. Mit Exec, Ban und dem Namen kannst du einen Spieler bannen. Die ID des gebannten Spielers wird in der ban.txt-Datei vermerkt. Mit Kick und Name oder ID kannst du einen Spieler vom Server kicken. Mit Debug Off schaltest du das Debugging aus. Befehle für DayZ Hive. Es gibt auch einige Befehle für DayZ Hive Server. Um die Befehle zu verwenden, muss man auch in diesem Fall die Kommandozeile öffnen. Und auch hier muss man wieder mit einem Hashtag beginnen. Viele davon ähneln den vorherigen Kommandos. Wir stellen sie dir aber trotzdem noch einmal vor, falls dich nur dieser Abschnitt interessiert. Auch hier musst du wieder Login und das Passwort eingeben. Diese findest du in der serverdz.cfg-Datei, im Dateibrowser deines Servers. Klicke dann einfach in den DayZ Standalone-Ordner und scrolle nach unten. Mit Logout meldest du dich als Administrator wieder ab. Mit Shutdown fährst du deinen Server herunter. Mit Init lädst du deine Serverkonfiguration neu. Mit execban, der ID oder dem Spieler, bannst du einen Spieler vom Server. Mit Kick und der ID oder dem Namen des Spielers kickst du einen Spieler vom Server. Mit Debug Off deaktivierst du das Debugging. Jetzt weißt du, wie du Admin-Befehle auf deinem DayZ-Server nutzen kannst und welche Befehle dir zur Verfügung stehen. Wie bereits angesprochen, findest du die volle Liste in unserem dazugehörigen Artikel. Den haben wir dir natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind gespannt darauf zu sehen, welche DayZ-Admin-Befehle du nutzen wirst. Schnappe dir deine Freunde und stürze euch zusammen in die von Zombies heimgesuchte Welt auf deinem DayZ-Server. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Gib dem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat und abonniere unseren Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Tutorial-Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.